Moin Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein letztes Video über Kobalt hat doch einiges an Reaktionen hervorgerufen. Mich hat es gewundert, dass die meisten eigentlich positiv waren. Es gab ganz wenige kritische Stimmen. Viele von euch haben angeregt, ich möge doch auch bitte so ein Video über Lithium machen. Das habe ich mir natürlich auch zu Herzen genommen und habe mich in den letzten Abenden mal hingesetzt und habe viel recherchiert, viel gelesen, viele Statistiken angeschaut und jetzt zeige ich euch das, was dabei rausgekommen ist. In diesem Video geht es also um Lithium. Bleibt dran! Das Thema Lithium, das verfolgt mich irgendwie schon lange seit der Schulzeit. Und zwar hat unser Chemielehrer damals in der, ich weiß gar nicht, welche Klasse es war, ich glaube 9. oder so, aus dem Giftschrank im Chemielabor mal so eine Rolle in Ölpapier rausgeholt und das war ein Stück Lithiummetall in reiner Form und hat mit dem Messer ein Stück Metall abgeschnitten. Fand ich schon mal faszinierend, ein Metall, das man mit dem Messer schneiden kann, wie weich das ist. Und dann hat er es, also es war vielleicht Streichholzkopf groß, in ein Becherglas mit Wasser geschmissen. Hui, da ging die Post ab. Das Stück Lithium fing an zu zischen, zu brodeln und verpuffte im Prinzip in einer rotlichen Flamme, glaube ich. Ich glaube, sie war rötlich, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, war mega interessant. Und was passierte da? Das reine Lithium ist halt sehr reaktiv und das hat mit dem Wasser reagiert und sich aufgespalten in Wasserstoffgas, was dann verbrannt ist, und Lithiumhydrogencarbonat, was sich im Wasser gelöst hat. Lithium verbrennt zu Wasserstoff, da könnte man doch das Wasserstoff gewinnen für die ganzen Wasserstoffautos, die jetzt kommen sollen. Ja, abwegig. So, nur so am Rande. Und heute fahre ich Elektroauto und das Thema Lithium verfolgt mich schon wieder. Und zwar in der ganzen Diskussion in den Medien und nicht nur dort, auch in vielen privaten Gesprächen, die ich so führe, wird immer wieder Lithium und Kobalt als Argumente gegen Elektromobilität angeführt. Erstes Argument, Lithium ist so selten, das reicht überhaupt nicht, um alle Elektroautos, die wir so produzieren wollen, in den nächsten, keine Ahnung, 50 Jahren überhaupt herzustellen. Gehört zu den seltenen Erden, genau wie Kobalt, bla bla bla. So, ist aber falsch. Lithium gehört überhaupt nicht zu den seltenen Erden, genauso wenig wie Kobalt. Denn Lithium ist eigentlich, genau wie Kobalt, doch relativ häufig auf der Erde vorhanden. Die aktuell förderbare Menge von Lithium wird weltweit auf ca. 47 Millionen Tonnen geschätzt. Das ist Stand 2019. Also diese Zahl schwankt auch immer mal wieder, weil jedes Jahr eigentlich auch neue Lagerstätten entdeckt werden. Und wenn ein Metall oder ein Rohstoff sehr begehrt ist, lohnt es sich eben plötzlich, Förderstätten auszubeuten, die vielleicht vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht lukrativ waren, aber die Preise dafür steigen und deswegen lohnt sich plötzlich diese Lagerstätten auszubeuten. Also steigt die weltweite Reserve von Lithium eigentlich jedes Jahr irgendwie immer weiter an. Der weltweite Bedarf für Akkus im Jahr 2025, also schon so ein bisschen in der Zukunft, dann, wenn wir schon davon ausgehen, dass immer mehr Elektroautos produziert werden. Dieser weltweite Bedarf wird auf 215.000 Tonnen rund geschätzt. Selbst nach heutigem Stand der Reserven wird das Lithium also für eine Weile reichen. Also ungefähr 200 Jahre, um genau zu sein, wenn man mal den Verbrauch von 2025 hochrechnet. Hier mal eine Grafik der Länder, in denen die größten Lithiumvorkommen weltweit existieren. Da haben wir einmal Bolivien, das hat 9 Millionen Tonnen Reserve nach heutigem Stand. Bolivien taucht in der Lithium-Diskussion so gut wie gar nicht auf. Liegt daran, dass dort das Lithium noch nicht wirklich ausgebeutet wird. Dort wird sich nämlich gestritten, und zwar die einheimische Bevölkerung und die Regierung, die zanken sich so ein bisschen, was denn der beste Weg ist, um das abzubauen. Auch eine deutsche Firma war dort in einem Joint Venture involviert und diese Verträge wurden gerade erst vor ein paar Tagen ohne richtige Begründung von der bolivianischen Regierung gekündigt. Also Bolivien hat zwar große Reserven, ist momentan aber als Lithiumlieferant weltweit noch nicht so auf dem Plan. Dann haben wir Chile, hat die größten Reserven, nämlich also geschätzt 8,5 Millionen Tonnen. Dann kommt Australien, 5 Millionen Tonnen Reserve.
Argentinien 2 Millionen Tonnen, China 1 Million Tonnen und ja, sogar Deutschland. Es sind 90.000 Tonnen. Nicht Millionen, sondern 90.000 Tonnen. Und zwar lagert das Lithium in Deutschland im Erzgebirge oder unter dem Erzgebirge, um es genauer zu sagen. Es ist ja kein See, kein Salzsee, der dort ausgebeutet werden könnte, sondern es ist im Gestein. Ja, die Sachsen, die haben es wieder drauf. Diese Menge an 90.000, kleiner Fun Fact am Rande, 90.000 Tonnen Lithium, die im Erzgebirge lagern, sollte man sie denn mal ausbeuten können, die würden ungefähr für 10 Millionen Elektroautos reichen. Also schon mal eine ganze Menge. Ich habe hier mal noch eine zweite Grafik, nämlich die Entwicklung des weltweiten Bedarfs für Batterien bis zum Jahr 2025. Und da seht ihr, wenn man jetzt 2019 sieht, dass sich bis zum Jahr 2025 der Lithiumbedarf auf hier genau 212.820 Tonnen, ich weiß nicht, wie die das so genau ausrechnen wollen, aber ungefähr verdoppelt im Vergleich zu heute. Aber wir haben ja gesehen, die Reserven reichen aus und selbst diese Verdopplung bis zum Jahr 2025 stellt keine Verknappung der Ressource Lithium dar. Also haben wir das Thema schon mal gelöst. Ich muss noch erwähnen, wenn ihr mal selber recherchiert, dann werdet ihr feststellen, dass die Zahlen, die man im Internet findet, echt enorm schwanken. Also sowohl was den Bedarf angeht in der Zukunft, als auch was die Rohstoffvorräte angeht, besonders auch in verschiedenen Ländern. Also Australien oder Argentinien sind am volatilsten, sage ich mal, was die Reserven angehen. Also bei mir in meiner Grafik habt ihr gesehen, Australien 5 Millionen Tonnen, Argentinien 2 Millionen Tonnen. Da gibt es Zahlen, die schwanken um den Faktor 5. Also es wird gesagt, teilweise Australien hat viel weniger oder Argentinien hat drastisch viel mehr Reserven, sogar fast noch mehr als Bolivien. Das ist aber irgendwie so eine Art statistischer Ausreißer, will ich es mal nennen. Ich habe also in meinen Recherchen die Zahl genommen, die am häufigsten genannt wird und die Ausreißer nach oben und die Ausreißer nach unten, die habe ich dann erstmal ignoriert. So, und wenn es jetzt um Elektroautos geht, dann kommt ja in jeder Diskussionsrunde, in jedem Gespräch, in jedem Artikel in der Zeitung oder Beitrag im Fernsehen oder auch auf YouTube, kommt immer automatisch das Thema auf die dreckige Lithiumförderung als Gegenargument zu Elektroautos. Lithium ist eins der Hauptargumente dafür, dass Elektroautos überhaupt nicht umweltverträglich sind. Bei Kobalt ist es die Kinderarbeit und bei Lithium sind es die Umweltschäden. Also im Kern werden durchaus existierende Missstände genommen und die werden aber einseitig auf eine simple Botschaft reduziert, nämlich die Lithiumförderung ist grundsätzlich katastrophal für die Umwelt. Menschen und Tiere verlieren ihre Lebensgrundlage und nur deswegen, weil wir ein reines Ökogewissen haben wollen. Und die noch weiter reduzierte Aussage dahinter ist eigentlich, im Endeffekt sind unsere Verbrennerautos und natürlich die besonders der deutschen Automobilindustrie viel umweltfreundlicher als jedes Elektroauto. Eine ganze Technologie, die gerade erst dabei ist, Fahrt aufzunehmen, wird dadurch prinzipiell in Frage gestellt. Schauen wir uns doch mal noch ein paar Zahlen an, was das Thema Lithium angeht. Wie hoch ist zum Beispiel der Anteil der weltweiten Lithiumproduktion, die aktuell überhaupt in Akkus landet? 37% 2019 des Lithiumabbaus weltweit landen in Akkus, in allen Akkus, also auch in unseren Akkuschraubern, Handys, Laptops, Saugroboter, elektrische Käsereiben, was auch immer. Das Elektroauto macht davon zwar auch heute schon den größten Anteil aus, aber eben längst nicht den ganzen. Das darf man eben auch nicht ignorieren und darf man nicht verschweigen. Der Umkehrschluss ist aber auch 37% Akkus. Das heißt, was machen wir denn mit den anderen 63%? Also der weit größten Mehrzahl des Lithiumabbaus. Das wird heute eben für ganz andere Anwendungen des täglichen Lebens benötigt. Auch Lithium ist ein Element, was wir für alle möglichen Anwendungen brauchen und ohne Lithium wäre vieles überhaupt nicht möglich heute. Da haben wir also den größten Anteil der wiederaufladbaren Batterien, dann haben wir einen sehr großen Anteil für Keramik, für Glaskeramik, Schmierstoffe, reines Glas, Polymere, Metallpulver, Luftaufbereitung, nicht wiederaufladbare Batterien, Aluminiumschmelzen und auch noch weitere Anwendungen,
die immer kleinere Anteile benötigen und von denen es so viele gibt, dass man die hier in dieser Tortengrafik nicht aufzählen kann. Das ist eine Statistik, die ist von 2019. Es ist natürlich so, dass der Anteil der wiederaufladbaren Batterien laut Prognose definitiv in den nächsten 5-6 Jahren sich deutlich erhöhen wird. Man spricht davon, dass der dann bis zu 50% aus dieser Torte ausmachen wird. Was auch noch interessant ist, wäre jetzt mal die Frage, wie ist denn überhaupt die Verteilung, wenn ich mir mal die Batterieproduktion angucke, also die Akkuproduktion. Diese 37% Lithium weltweit, die für Akkus verwendet werden, teilen sich also auf in 29% von diesen 37% sind für reine batterieelektrische Autos. 5% davon sind für Plug-in-Hybride. Und echt 30% davon sind für E-Busse in China. Das wusste ich überhaupt nicht und diese E-Busse hatte ich überhaupt nicht auf der Rechnung, hat mich richtig überrascht hier. Dann haben wir Telefone, also Smartphones, fast 20%, Laptops und PCs und die anderen Geräte, die es natürlich auch noch gibt, die sind hier leider nicht mit aufgeführt, werden hier also vernachlässigt. Das waren so ein paar Zahlen. Jetzt fragen wir uns mal, woher kommt denn eigentlich dieses Lithium, was wir für unsere Akkus verwenden? Also in allen kritischen Beiträgen kommt das Lithium immer aus Chile oder Argentinien. Scheinbar wird ja auf der ganzen Welt sonst kein Lithium gefördert. Also ist es jetzt wirklich so? Kommt unser ganzes Lithium auf der Welt von dort? Nee, überhaupt nicht. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Nämlich der größte Lithiumproduzent der Welt im Moment ist noch Australien. Hier mal eine Grafik. Australien ist noch, auch wenn diese Grafik von 2017 ist, immer noch der größte Lithiumproduzent der Welt. Chile ist mittlerweile fast gleich auf, in dieser Grafik noch 34%. Und dann kommt Argentinien, dann gibt es noch China und Simbabwe und sonstige Länder. Also es ist mitnichten so, dass alles Lithium aus Chile kommt, sondern nur, sagen wir mal, ein Drittel. Und der Rest des Lithiums auf der Welt kommt aus ganz anderen Ländern, wo auch ganz andere Förderbedingungen herrschen. Aber die gesamte Argumentation gegen den Lithiumabbau bezieht sich immer nur auf der Abbausituation in Chile und in der Atacama-Wüste. In Chile und Argentinien, überhaupt in Südamerika, herrschen für den Lithiumabbau besondere Bedingungen. In Australien ist es der reine Bergbau und in Südamerika ist es im Prinzip gar kein Bergbau, sondern der Rohstoff kommt dort in den riesigen Salzseen vor, den Salaren. Im Grunde ist es auch kein Problem, diese Sole aus den Salaren abzupumpen. Das Problem entsteht nur dann, wenn zu viel davon entnommen wird. Durch das Heraufpumpen von Solewasser in riesige Verdunstungsbecken, das ist übrigens Solewasser und kein Trinkwasser, es wird immer von Grundwasser gesprochen, aber es ist eigentlich Solewasser, das heißt, es ist mineral- und salzhaltig, das kann man auf gar keinen Fall trinken. Das ist halt in unterirdischen Lagerstätten in diesen Salzseen oder unterhalb dieser Salzseen und das wird heraufgepumpt. Aber der umliegende Grundwasserspiegel hängt natürlich auch mit diesem System zusammen und wenn man dieses Wasser absenkt, sinkt auch der umliegende Grundwasserspiegel mit. Und dadurch kommt es zu dem Problem, dadurch wird die Landwirtschaft geschädigt, Flora und Fauna in der Region sind gefährdet. Man hört immer wieder von besonders seltenen Flamingo-Arten, die dort bei bestimmten Oasen leben und zwar nur dort. Und wenn diese Oasen vertrocknen, verlieren diese Vögel und auch die Menschen, die dort Landwirtschaft betreiben, ihre Lebensgrundlage. Und in dieser ganzen Medienberichterstattung über diese Lithiumproduktion in der Atacama-Wüste in Chile gewinnt man irgendwie als Außenstehender den Eindruck, dass diese Salzseen ohne Elektroautos eigentlich weiter unberührte Natur wären. Aber so einfach ist das überhaupt nicht, denn diese gigantischen Becken mit diesen Sole-Verdunstungsfeldern, die gibt es nicht erst seitdem es Elektroautos gibt. Die gibt es schon seit über 25 Jahren, seit 1996 wird dort auf diese Weise Kalium produziert, Kaliumchlorid genauer gesagt, ja, unser Kochsalz. Oder das Salz, na kein Kochsalz in dem Sinne, sondern das Salz, was wir auf die Autobahn streuen im Winter, Streusalz. Und das Lithium entsteht dabei automatisch als Nebenprodukt. Mittlerweile ist das Lithium natürlich nicht das Nebenprodukt, sondern das Kalium ist das Nebenprodukt, weil das Lithium einfach viel stärker nachgefragt ist als Streusalz. Aber von dem Kalium, was dort eben auch produziert wird, da redet natürlich kein Mensch davon.
Und das Lithium haben wir ja vorhin schon gesehen, das wird auch nicht nur in Elektroautobatterien verbaut, es gibt auch Dutzende andere Anwendungen für dieses Metall. Weil der Lithiumabbau dort und auch der Kaliumabbau dort, der stellt einen großen Eingriff in die dortige Umwelt dar. Und der Hauptgrund für die Kritik ist eben der enorme Wasserbedarf, beziehungsweise das Abpumpen des Grundwassers dort. Und es wird da gesprochen von Millionen Litern, die täglich abgepumpt werden. Also hier die meisten Quellen, die ich gefunden habe, gehen davon aus, dass täglich 21 Millionen Liter Solewasser aus dem Untergrund abgepumpt werden in die Verdunstungsbecken und dass man, um eine Tonne Lithium daraus zu gewinnen, je nach Konzentration des Lithiums in der Sohle bis zu 2 Millionen Litern Sohlewasser benötigt. Diese Zahl kann man jedenfalls überall lesen. Woher kommt diese Zahl? Schwierig zu sagen. Es ist auch nicht so, dass die Unternehmen, die dort diese Lithiumförderung betreiben, diese Zahlen veröffentlichen, auch nachprüfbar veröffentlichen. Nämlich die Unternehmen, die halten sich dort, was ihren Wasserverbrauch angeht, doch irgendwie relativ bedeckt. Das heißt, diese Zahl kann man entweder nur schätzen oder man greift einfach auf eine Quelle zurück, nämlich hier in diesem Fall auf eine Quelle, die kommt, wo habe ich die her? Genau, die oft genannte Quelle für diese 2 Millionen Liter, das ist ein Geologe gewesen, ein forensischer Geologe, nämlich Fernando Diaz heißt er. Der war von der Universität Buenos Aires und in einer Studie aus dem Jahr 2011 hat der diese 2 Millionen Liter Wasser für eine Tonne Lithium genannt. Und seitdem wird diese Zahl halt immer wieder zitiert. 2 Millionen Liter für eine Tonne Lithium, das ist natürlich relativ variabel, wenn man bedenkt, dass diese Salaren auch in unterschiedlichen Regionen ganz andere Lithiumkonzentrationen haben. Und vor allem die Salare in Chile, die hat eine der höchsten Lithiumkonzentrationen überhaupt in diesen Salzseen. Sodass, wenn man das mal ausrechnen würde, was die Lithiumkonzentration angeht, eigentlich gar nicht 2 Millionen Liter Wasser gebraucht werden für eine Tonne, sondern nur in Anführungsstrichen 400.000 Liter Wasser für eine Tonne Lithium, wenn man mal die Lithiumkonzentration in Chile berücksichtigt. Aber es ist trotzdem natürlich noch eine Riesenzahl. Wenn man jetzt mal bedenkt, ein Elektroauto braucht pro Akku, also Tesla Model S für das große Modell, bis zu 10, 12 Kilogramm Lithium pro Akku. Das heißt also für ein Akku Tesla Model S bis zu 24.000 Liter Wasser. Das klingt natürlich verdammt viel. Ja, wir können aber mal zum Vergleich dagegen rechnen, was eigentlich ein Kilo Rindfleisch, was wir ja nun öfter mal essen, an Wasserverbrauch bedeutet. Ein Kilo Rindfleisch, das verbraucht alleine 15.000 Liter Wasser. Das muss man sich mal vor Augen halten. Ich meine, dann werden diese 24.000 Liter für einen doch relativ großen Akku, der ja nicht einfach gegessen wird, sondern eine sehr, sehr lange Lebensdauer hat, da erscheint diese Zahl vielleicht doch ein bisschen relativ. Und überhaupt so, diese 2 Millionen Liter pro Tonne oder 21 Millionen Liter pro Tag, mal im Vergleich, Lausitzer Braunkohlerevier, dort werden 30 Mal mehr Wasser pro Tag abgepumpt, damit diese Gruben da nicht volllaufen. Und das ist bestes Trinkwasser, also richtiges Trinkwasser, was die dort abpumpen. Also unfassbare Menge. Ich finde, man kann die Umweltverträglichkeit eines Produktes eigentlich nur sinnvoll bewerten, wenn man sich anschaut, was die eigentliche Alternative ist. Wir haben also hier das Elektroauto als Produkt und die Alternative dafür ist der Verbrenner. Der Lithiumförderung für einen Akku, was steht denn da als Alternative dem gegenüber? Da stehen 20.000 bis 30.000 Liter Benzin gegenüber, die ein Verbrenner über seine Lebensdauer einfach verpulvert. Unwiederbringlich verloren. Und die Umweltschäden für die Gewinnung von dem dafür benötigten Erdöl sind immens. Aber da redet keiner drüber, weil wir uns offensichtlich dran gewöhnt haben oder wir haben es einfach nur vergessen. Nur mal ein paar Beispiele, um das Gedächtnis aufzufrischen für diejenigen, die es vergessen haben. Kanada. Eigentlich ist ja Kanada ein Land, das mögen wir irgendwie alle. Schöne Natur, stabile Regierung, Demokratie, so ein bisschen der Anti-Trump. Aber in Kanada, man glaubt es kaum, ich wusste das ehrlich gesagt auch nicht, bevor ich es recherchiert habe, da wird
teerhaltiger Ölsand abgebaut. Und zwar in einer Größenordnung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Im Tagebau eine Fläche von insgesamt 142.000 Quadratkilometern, das ist ungefähr so groß wie England. Dort wird im Tagebau ölhaltiger Teersand abgebaut. Und zwar ist es keine Wüste, die dort zerstört wird, sondern das sind Wälder, artenreiche Wälder, die werden für den Tagebau einfach geopfert. Um das Öl aus dem Ölsand rauszulösen, muss man das mit Unmengen von Wasser und Chemikalien aufbereiten. Es gibt so Berechnungen, das heißt, um ein Barrel Rohöl aus diesem Ölsand zu erzeugen, sind 5 Barrel Wasser zu verbrauchen. Und die Rückstände aus dieser Ölsandgewinnung, das sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die sind krebserregend und die landen in den Gewässern in Nordalberta und verseuchen da die Umwelt. Weiteres Beispiel: Ölförderung in Nigeria, das Niger-Delta. Das ist einer der am meisten ölverschmutzten Regionen der Welt. Da sind 7000 Kilometer völlig veraltete Ölpipelines, die sich da durch dieses Niger-Delta ziehen. Die gehören in der Mehrheit Shell. Und die haben alle Lecks und dort gibt es Öldiebstahl und dort läuft im Prinzip dauerhaft Öl aus. Und das ist so eine anhaltende Ölverschmutzung, nicht eine einmalige Sache, sondern das passiert permanent auch jetzt noch. In den letzten 50 Jahren, haben Experten mal geschätzt, sind dort mehr als 2 Millionen Tonnen Rohöl in das Ökosystem geflossen. Dort wird die Umwelt zerstört, dort werden die Lebensgrundlagen der dort lebenden Bevölkerung zerstört. Und dieses ganze Dilemma mit der Umweltzerstörung dort trägt maßgeblich zu den Konflikten in der Region bei. Man muss sich das mal vorstellen, im Vergleich zum Rest des Landes von Nigeria sank die Lebenserwartung der 30 Millionen dort lebenden Menschen durch die Verschmutzung um etwa 10 Jahre. Oder noch ein Beispiel, last but not least. Alle guten Dinge sind drei, dreimal das Bremer Recht, wie man so schön sagt, die Ölkatastrophe in Westsibirien. Westsibirien, davon habe ich noch nie was gehört. Ja, das ging mir auch so. Bevor ich es gelesen habe, die Ölkatastrophe in Westsibirien, das betrifft das mit Abstand größte ölverseuchte Landgebiet und den mengenmäßig größten Ölunfall der Erde. In der Region in Westsibirien, das ist die Ölförderregion Tjumen. Dort werden ungefähr 60% des russischen Erdöls gefördert, also es ist halt eine Riesenmenge. Und bei dieser Ölkatastrophe handelt es sich um eine weitreichende Ölverschmutzung durch zahlreiche Ölaustritte, Ölunfälle, Freisetzung von Bohrabfällen, leckende Lagertanks, wilde Ölmülldeponien etc. etc. Und das betrifft die Pipelines, die Förderanlagen, beim Abfackeln von Gas und Öl und so weiter und so weiter. Und nach Einschätzung von Greenpeace fließen alleine über den Fluss Ob, der fließt da durch, mehr als 125.000 Tonnen Rohöl jährlich in das Nordpolarmeer. Nach Untersuchungen von Greenpeace und anderen NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, treten da jährlich bis zu 5.000 Brüche auf, weil das sind alles total veraltete und ewig lange Ölpipelines. Und dieses auslaufende Öl verseucht eben auch dort die Böden und die Gewässer. Und riesige Ölseen zerstören den Lebensraum von Menschen, Tieren und Pflanzen. Und die Ölpest dort bedroht die Lebensgrundlage der dort lebenden indigenen Völker. Ja, die gibt es auch in Sibirien. Und ein Forscherteam des irischen Institute of Technology in Carlow hat sich mal hingesetzt und hat die Rohstoffförderung verglichen. Die Rohstoffförderung von Lithium und die Rohstoffförderung von Öl. Und hat sich angeschaut, wie die beiden unter ökologischen Aspekten denn so zu vergleichen wären. Und die kam zu dem Schluss, der Lithiumabbau hat einen vergleichsweise kleinen Umwelteffekt verglichen mit der Förderung von Rohöl. Das Lithium aus den Akkus lässt sich übrigens wiederverwerten. Und es wird im Laufe der Lebensdauer eines Akkus nämlich nicht zerstört oder irgendwie vernichtet, so wie das Öl in unseren Benzintanks, sondern einmal gefördert, steht uns das Lithium im Prinzip immer wieder für neue Akkus zur Verfügung. Und in Chile passiert auch was. Sogar in Chile passiert was. Der Wasserverbrauch von dem Lithiumabbau, der wird reduziert, weil natürlich auch dort ein gewisses Bewusstsein einkehrt und auch weil natürlich auch die Lieferketten einen gewissen Druck ausüben. Und dort sind natürlich eben auch unsere Autohersteller in der Pflicht. Also wenn sich VW, Audi, Mercedes, BMW, Toyota oder wer auch immer auf der Welt, wenn die sich zusammentun würden, so als Tipp vielleicht,
und Druck mit ihrer Marktmacht auf die Lithium-Förderländer ausüben würden, dann würden die sicherlich auch ein paar von ihren Praktiken überdenken. Denn es geht nicht darum, dass es nicht anders möglich wäre. Es ist natürlich anders möglich. Man kann im Prinzip auch den Rohstoff Lithium in Chile so fördern, dass die Umwelt möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen wird. Es bedarf nur ein bisschen Druck und es würde vielleicht den Rohstoff ein wenig verteuern. Technisch ist das alles gar kein Problem. Es ist allein der Wille. Und wenn man bedenkt, wer in Chile zum Beispiel für die Lithiumförderung verantwortlich ist, das ist nämlich das Unternehmen SQM und wem das gehört, dann wird einem auch schon ein bisschen vieles klar. Das gehört nämlich der Familie Pinochet. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, das war der große Diktator. Nicht wirklich gerade als Menschenfreund bekannt. Und ich würde mal vermuten, dass die Familie Pinochet eher ein gewinnoptimiertes Unternehmen ist und nicht wirklich auf Umweltschutz achtet. Also da ist einfach Druck nötig und natürlich gibt es Missstände, das ist völlig klar. Aber wenn wir nochmal zusammenfassen, dann können wir mal feststellen, dass erstens das meiste Lithium momentan gar nicht für Elektroauto-Akkus verwendet wird, sondern für andere Dinge. Zweitens, das meiste Lithium, was verwendet wird, das kommt im Moment noch gar nicht aus Chile, sondern kommt aus anderen Regionen der Welt. Und drittens, was wäre denn die Alternative für Lithium? Die Alternative für Lithium wäre jetzt, weiter Rohöl zu fördern, es zu verbrennen und damit unsere Autos anzutreiben. Darüber sollten diese Kritiker vielleicht mal nachdenken. Und ich hoffe, auch ihr habt ein bisschen was zum Nachdenken gefunden, ein paar Fakten von mir. Das waren natürlich meine Rechercheergebnisse, ein bisschen subjektiv von mir sicherlich auch zusammengestellt, aber ich hoffe, ich bin ein wenig realistisch dabei bei diesem Rundumschlag gewesen und ihr habt ein bisschen was für eure Diskussion mitgenommen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und ich würde mich auch mal riesig freuen, wenn ihr meinen Referral-Code benutzt und einen neuen Tesla bestellt, denn dann bekommt ihr 1500 Kilometer freies Supercharging. Ich wünsche euch in diesem Sinne einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.